Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Lienkämper, ich habe es Ihnen schon bei der Aussprache gesagt zur Arbeit der Verfassungskommission. Ich sage es Ihnen bei dieser Rede jetzt nochmal. Falsches wird nicht richtiger, indem man es ständig wiederholt. Und Ihre Behauptung, dass wir heute hier nicht die große Lösung diskutieren, weil das an der Blockade von Rot-Grün gescheitert ist, ist nicht richtig. Sie waren es, Sie haben es zu verantworten, Ihre Fraktion, dass wir hier keine große Lösung heute verabschieden, sondern nur das kleine Paket. Und das wissen Sie ganz genau. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine moderne Landesverfassung, die von den Bürgerinnen und Bürgern gebilligt wird, ermöglicht in der Gegenwart wie auch in der Zukunft die rechtlichen Grundlagen eines Landes allgemein akzeptiert und respektiert sowie entsprechend den neuen Gegebenheiten festzulegen. Die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen hat eine positive Rolle bei der Entwicklung des demokratischen Nordrhein-Westfalens gespielt. Sie hat auch dazu beigetragen, dass sich eine nordrhein-westfälische Identität entwickeln konnte. Diese Rolle gebietet es, an wesentlichen überlieferten Werteentscheidungen des Verfassungsgesetzgebers festzuhalten, die sich in der Verfassungswirklichkeit bewährt haben. Allerdings sollen überkommene, der heutigen Zeit nicht mehr entsprechende Regelungen verändert bzw. gestrichen und damit eine Aufwertung der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen ermöglicht werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war das alles, was ich gerade vorgetragen habe, war der Begründungstext eines Antrages von Bündnis 90 Die Grünen vom 23.06.2005 in diesem Haus. 2005 haben wir Grüne schon gefordert, dass diese Verfassung, die sich in der Tat bewährt hat, modernisiert und überarbeitet wird. Das ist 11 Jahre jetzt her. Und 8 Jahre, nachdem wir diesen Antrag ins Parlament eingebracht haben, kam dann endlich diese Verfassungskommission zustande. Weil es ist notwendig, dass wir heutzutage diese Verfassung demokratisieren, dass wir mehr Partizipation zulassen und dass wir auf gewisse gesellschaftliche Realitäten reagieren, auch auf die Digitalisierung. Ich bin sehr froh und dankbar. Wir haben dann langen Atem gehabt. Das ist ja manchmal notwendig. Wir haben das heute Morgen ja auch in der Festansprache beim Festakt vom Bundestagspräsidenten Lammert gehört, der noch mal darauf hingewiesen hat, wie lange es damals gedauert hat, bis in Nordrhein-Westfalen diese Verfassung zustande gekommen ist. Wir haben seit 2005 bis 2013 diesen langen Atem gehabt und sind jetzt endlich an der Stelle, dass wir arbeiten konnten. Und heute haben wir ein Ergebnis, was uns aber nicht zufriedenstellt. Für uns ist die Bilanz, und das ist Ihnen nicht neu, eher eine ernüchternde. Es wäre viel mehr drin gewesen, hätte sich diese Seite des Hohen Hauses ein bisschen bewegt. Langen Atem haben wir auch bewiesen bei einer Sache, die wir heute verabschieden. Das haben meine Vorredner, Herr Körfges und Herr Lienkämper, schon erwähnt, und das ist das Thema Eidesformel. Wir haben das Thema Eidesformel, Veränderung der Eidesformel in diesem Haus jeweils zur konstituierenden Sitzung dieses Parlaments vorgetragen. Ich erinnere mich noch, es war meine erste Legislaturperiode, im Juni 2010 haben wir eine Erklärung hier, hat der Kollege Arif Ünal eine Erklärung vorgelesen, hat dringend darum gebeten, dass alle Fraktionen sich ranmachen, dass diese Formel geändert wird, weil sie halt nicht die Lebenswirklichkeit in diesem Land abbildet. Und Herr Lienkämper, zu Ihren Ausführungen. Sie haben sich ja sehr bemüht, das zu legitimieren aus Ihrer Perspektive. Ich möchte noch eins dazu aus unserer Perspektive hinzufügen, warum wir diese Eidesformel ändern. Und für uns ist es vor allen Dingen ein wichtiges integrationspolitisches Signal, was wir heute hier tun. Dass die Mitglieder der Landesregierung in Zukunft schwören, ihre ganze Kraft dem Wohle des Landes Nordrhein-Westfalen zu widmen, spiegelt nur die heutige gelebte Realität in diesem Land wider. Und dieses Land, das wissen Sie, ist wie kein anderes Bundesland von der Einwanderung geprägt, gerade auch im Ruhrgebiet.
Diese alte Formulierung, die wir bisher hatten, zum Wohle des deutschen Volkes, schloss all die Menschen, die keinen deutschen Pass haben, aber seit Jahrzehnten hier leben, unser Land mitprägen. Diese Leute, diese Menschen waren ausgeschlossen. Die integrieren wir jetzt. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass uns dieser Schritt gemeinsam mit CDU, FDP und SPD gelingt. Es hat sich gelohnt, auch da einen langen Atem zu haben. Ich möchte nicht wiederholen die Punkte, die meine Vorredner gesagt haben, die heute hier zur Abstimmung stehen, in den einzelnen Facetten Verfassungsgerichtshof, Alterspräsident, Einführung, alles gute Sachen, die wir so mittragen. Es ist richtig parlamentslose Zeit, überwinden wir, das ist alles gut. Ich möchte aber einen Punkt noch zum Schluss erwähnen, der nicht drinsteht und der letztendlich Grund war, warum diese Verfassungskommission nicht den großen Schritt wagen konnte, nämlich das Wahlalter 16. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, aus unserer Sicht ist klar, auch 16- und 17-Jährige müssen bei der Landtagswahl das aktive Wahlrecht erhalten. Das steht für uns außer Frage. Denn Jugendliche haben ein Recht auf Beteiligung und Wahlen sind die originäre Form der Beteiligung. Jugendliche müssen am längsten mit den politischen Entscheidungen, die von Parlamenten getroffen werden, leben. Durch das Herabsenken des Wahlalters würden die Interessen der Jugendlichen stärker in den Blick aller Parteien und der Fraktionen hier auf der Landesebene gelangen. Dies ist vor dem Hintergrund des demografischen Wandels umso wichtiger, denn die Gruppe der jungen Menschen ist im Vergleich zur Gesamtheit der Wahlberechtigten deutlich unterrepräsentiert. Doch beim Thema Absenkung des Wahlalters bei Landtagswahlen auf 16 Jahren wollte sich die CDU um keinen Millimeter bewegen. Den Konsens für die größte Lösung haben wir halt deswegen nicht, denn plötzlich haben Sie, Herr Laschet, Sie auch persönlich, auf Stur geschaltet und haben aus Blockade, aus Angst vor 300.000 Jugendlichen, die ja eventuell hier mitreden könnten, haben Sie eine große Lösung verweigert. Warum haben Sie denn so viel Angst? Trauen Sie sich was, Herr Laschet, trauen Sie sich! Festgefahren, einbetoniert, alternativlos. Entgegen der Wissenschaft, gucken Sie sich doch die Bertelsmann-Studie an, Sie haben sie doch gelesen, und entgegen dem Expertentum, die überwiegend alle die Auffassung vertreten haben, wohl begründet die Auffassung und abgewogen vertreten haben, dass die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahren für unsere Demokratie vielerlei Vorteile mit sich bringt, aber eigentlich keine Nachteile. Nicht ein einziger Sachverständiger, ich war ja in der Anhörung, nicht ein einziger Sachverständiger, den die Kommission angehört hat, hat Bedenken hinsichtlich einer Herabsenkung des Wahlalters auf 16 Jahren geäußert. Ich kenne ihn nicht. Meine Damen und Herren, Sie haben leider diesen jungen Menschen in dem Land in letzter Konsequenz die demokratische Mitbestimmung für die folgenden 5 Jahre nicht mehr ermöglicht. Belastbare Argumente finde ich bei Ihnen leider nicht. Wir sind enttäuscht. Wir hätten uns was anderes gewünscht. Und ich interpretiere, Herr Laschet, von Ihnen und von Ihrer Fraktion Ihre vertretene Auffassung, das Wahlalter nicht zu senken, als klare Misstrauensbekundung gegenüber den Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen. Anders kann man das doch einfach nicht werten. Ja, Entschuldigung, wir hatten Ihnen ja das Angebot gemacht, und das wissen Sie sehr genau. Wir haben gesagt, wenn Sie den Schritt nicht mitgehen können, dann lassen Sie uns doch folgenden Weg gehen. Wir nehmen die Festlegung des Wahlalters aus der Verfassung. Und dann gibt es eine einfach gesetzliche Regelung. Das haben wir doch schon in vielen anderen Bundesländern. In Länder Bremen, in Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern, in Schleswig-Holstein und in Thüringen regeln alle das Wahlalter durch ein Gesetz. Und ich bin echt fasziniert gewesen, wie Sie dann irgendwie hingegangen sind und gesagt haben, ja, im Prinzip schon, aber dann bitte erst der nächste Landtag. Sie haben diesen Landtag, wollten Sie vorschreiben, einen amtierenden und einen funktionsfähigen Landtag, wollten Sie vorschreiben, nach der Herausnahme des Wahlalters aus der Verfassung nicht gesetzgeberisch tätig werden zu dürfen. Das ist nicht akzeptabel, Herr Laschet, das war keine Lösung. Wir sind ein amtierendes und funktionierendes Parlament. Wir können dann einfach gesetzlich auch die Mehrheiten herstellen. Das wollten Sie nicht, und deswegen bleibe ich dabei. Das ist ein Misstrauensantrag
an alle Jugendlichen für mehr Partizipation. Da haben Sie sich einfach verweigert. Abschließend bleibt mir nur festzustellen, wir werden natürlich an dem Thema weiter dranbleiben. Wir werden Sie immer wieder an dieser Stelle, an dieser Fragestellung auch versuchen zu stellen. Wir werden versuchen, Sie zu überzeugen. Wir hoffen ja, dass irgendwann ein Erkenntnisgewinn bei Ihnen irgendwann mal da ist. Wir werden auf jeden Fall immer weiter in dieser Legislaturperiode und auch nach dem 14. Mai 2017 für das aktive Wahlalter 16 in diesem Parlament und im Landtag und im Land Nordrhein-Westfalen eintreten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr